Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 3. Heute geht's mit dem Bau der Kirche weiter. Ich habe auch einen Mod installiert, und zwar einen Fenstermod extra für Kirchen. Da gibt es zwei Stück von. Einmal einen, wo man quasi kleinere 2x2 große Paneelen hat. Aber das wäre ein bisschen zu viel Fizzelarbeit gewesen. Weil es hat einige Fenster, ne? Also sind, ich glaube, 7 Stück, genau. Das wäre dann, wäre ein bisschen viel Arbeit. Gibt auch noch einen Mod, der quasi ein Fenster, das genau in diese Lücke passt, also einen Block einfach nur. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, kann man also durchaus dann benutzen. Ich habe auch mal geguckt wegen dem Turm. Wir könnten theoretisch nur von den Mauern her eine 6er Höhe erreichen plus Dach. Also insgesamt 7. Wäre ein bisschen hoch. Das Dach der Kirche selbst wird gerade mal 4 hoch sein, deswegen würde ich beim Turm selbst vielleicht mit Dach auf maximal 6 gehen. Das würde ich den Boden auf der 4er Höhe haben. Dann noch normale Fenster rund oben oder normale Wand halt oben plus halt das Dach. Das ist ja am besten aus, finde ich. Und genau so werde ich das auch machen. Ich habe ein bisschen Stein gesammelt. Genau genommen einen ganzen Stockpile voll. Plus halt Inventar ein bisschen. Wir wollen auch ein bisschen mit dem Bau vorankommen. Ich würde mich ganz gerne heute noch zumindest die Form der Kirche plus die Fenster haben. Das wäre das nächste große Bauprojekt, dann aber die Fenster zu bauen. Oder herzustellen. Es ist nicht wirklich schwer. Flachs haben wir mehr als genug und den anderen Prozess können wir danach noch machen. Sehen wir dann aber gleich noch am besten, deswegen muss ich es hier nicht alles groß erklären. Auf jeden Fall denke ich, wird die Kirche am Ende recht gut aussehen. Hoffe ich zumindest. Und dann in der nächsten Folge mit dem Dach anfangen und mit dem Turm zumindest den Rest. Dass wir in übernächste Folge die restlichen Häuser machen können, die nach vorne fehlen. Also die kleinen in der Ecke direkt. Dass wir dann eventuell in der Folge danach anfangen können, die restlichen Häuser und die Mauer fertig zu machen. Dann dürfte auch schon bald am Ende von dem, am Ende vom Bau der Stadt sein eigentlich. Also haben wir die Stadt soweit, das Dorf, eher gesagt, soweit fertig. Was schon mal gar nicht so schlecht ist eigentlich. Ich kann auch hier ein Fenster reinbauen, oder? Sähe das komisch aus. Sähe, glaube ich, komisch aus, ne? Ach, das lasse ich weg. Können wir hier noch einen Holzboden reinsetzen dann? Und dann mit Timber so kleine Säulen davon, das ist quasi eine Art, ja. Eine Kanzel ist es nicht. Die Kanzel war, glaube ich, bei katholischen Kirchen das Ding, wo der Priester drin steht. Das ist mein Unwissen. Ich bin evangelisch, also von daher. Sein Wissen war katholische Kirchen nicht so ganz vorhanden. Darüber hinaus, ob man erwähnt, dass ich nicht konfirmiert bin. Das war, glaube ich, bei den evangelischen Konfirmationen, genau. Das habe ich nicht gemacht. Also, ich habe mein Wissen über evangelische Kirchen nicht so ganz besonders. Wobei, wir hatten einen sehr guten Religionslehrer in der Schule. Der war echt korrekt. Gut. Fenster waren, glaube ich, Metallzeile. Mal überlegen gerade grob, weil ich glaube, da müsste von dem Metall, also Eisen, das wir haben, müsste reichen eigentlich. Wechsel das Thema sehr oft, ich weiß, aber müsste man inzwischen eigentlich bei mir gewohnt sein. Ich hoffe, das mit der Rundung passt am Ende auch genauso, wie ich das vorstelle. Wäre nämlich schlecht, wenn nicht. Aber müsste eigentlich ja passen. Weil die großen runden Dächer haben ja eine Lücke, so eine Einerlücke einfach nur. Soll eigentlich noch ein rundes Dach reinpassen, sondern die Form nach vorne hinkriegen. Ich denke, das dürfte kein Problem sein.
Ja, das Bauen dauert natürlich wieder Ewigkeit an den Dingern hier. So. Der Stein müsste auch eigentlich reichen. Ja, der reicht, Digga. Wäre sonst merkwürdig, wenn nicht, ne? So ein bisschen schade, dass die Säulen so breit sind hier unten. Dass da halt diese Lücke ist, das sieht ein bisschen komisch aus. Naja. Kann man mit leben. Aber schade ist es trotzdem irgendwie. Ja, aber so von der Form her sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Das waren 7 große Fenster, genau. Dann bauen wir die am besten mal ganz schnell. Wir müssen mal ganz kurz den Mahlstein runterholen. Der müsste, glaube ich, im Hof oben stehen. Ich mich richtig erinnere, genau. Ist da was drin? Denn den brauchen wir für die gemahlenen Steine. Ein vereignetes, für normales Glas hat man, glaube ich, Sand. Also passt das eigentlich ganz gut mit dem gemahlenen Stein. Da gibt es zumindest mehr Sinn, meiner Meinung nach, als irgendwie Geweihe. Weil ich verstehe nicht ganz, wie ein Geweih zum Fenster wird. Wir benötigen für das große Kirchenfenster, für das Kathedralenfenster, das Glas mit den Punkten. Okay. Das ist auch ein neues Fenster, die ich reingenommen habe, die auch in einer sich öffnenden Version existieren. Schon mal. Echt klasse ist. Wir brauchen aber den normalen Fenster. Also 5 Stück. Schon mal nicht gerade wenig. So, den Flachs nehmen wir direkt mal raus hier. Das Glas macht man hier drin, ne? Genau. Nehmen wir das mal alles mit rein. Jetzt brauchen wir noch einmal die Steine. Wo wir kleine Steine für die wir natürlich jetzt aus den großen Steinen nicht mehr herstellen können. Moment, die Fenster kosten große Steine, oder? Genau. Das reicht aber nicht. Ja, mal einen größeren Vorrat mit, falls wir noch was bauen müssen. So, für den reinen Fall. Und dann brauchen wir noch kleine Steine. Machen wir ganz, ganz viele davon. Wir werden die noch in Zukunft für die kleineren Fenster brauchen, deswegen ja, am besten mal einen größeren Vorrat. Und dann machen wir mal... Die kosten 3. Gut, dann war der größere Vorrat ja ein bisschen sinnlos. So, genau. Mach keine Erde mehr. Dann machen wir am besten mal komplett aus allem. Das müsste ja eigentlich reichen. Dann dürften wir auf jeden Fall genug kleine Steine haben. Auch für die kleinen Fenster später. Das Telefon klingelt gerade. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich glaube, die können wir erstmal zu Sand verarbeiten. Genau, das passt auch schon. Kriegen wir mal 10. Also 10er Stapel. Es geht eigentlich. Also 10er Stapel sind auf jeden Fall besser als irgendwie 5er Stapel oder so. Wenn man hier so schön sieht. Auf jeden Fall schon mal einen halbwegs guten Vorrat. Ja, ganz aufklicken.
Dass das rot wird, das vermisse ich irgendwie. Das hat es früher einfacher gemacht mit den, ja, zu sehen, wie viele Rohstoffe man noch genau hat. Ich hoffe mal, das reicht. Bin mir natürlich nicht ganz sicher. So. Dann benötigen wir auf jeden Fall das Zeug hier drin. Machen wir so viel. Aber ganz, ganz viele davon. Ja, das wird natürlich gar nicht. 4 Flachs immer. Aber 8 Stück haben wir, also für ein Fenster können wir schon mal herstellen. Immerhin eins. Ich meine, mehr wäre mir lieber gewesen, aber Flachs machen. So sehen die quasi aus. Also ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Passt auch einigermaßen gut zu dem Stein. Dann drehen wir dich am besten mal außen oder nach innen. Sagen sie, nach innen sieht besser aus, oder? Na, ich weiß nicht, warte mal. Ja, so ist am besten. Außen kaum überstehend und innen dann ein bisschen mehr. Weil es müsste gleich sein eigentlich, ne? Es müsste ungefähr gleich viel sein, ja. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Nur halt das Problem mit dem Flachs. Ist ein leichtes Problemchen. Flachs kann man ja auch bestellen. Flachs. Ist gar nicht mal so teuer eigentlich. Natürlich nur ein paar Penny. Davon brauchen wir, glaube ich, einen oder 2. Düt. 2 Quarter Nobel. Verkaufen wir mal das. Natürlich nicht genug, ne? 15 müssen wir verkaufen, okay. Ein paar Steine verkaufen würden. Wie sähe das denn aus? Kriegen wir dafür einen Penny. Okay, das lohnt sich überhaupt nicht. Hätte ja klappen können. Wir haben hier nichts zum Verkaufen drin, oder? Wir könnten Stöcke verkaufen, aber die lohnen sich, glaube ich, gar nicht. Problem ist, 60 Flachs zu kaufen, ist natürlich viel einfacher, als die einfach so herzustellen, ne? Warte mal, 20 Penny. Ich glaube, 15 Stöcke kann man ein bisschen besser verkaufen. Na, 2 Penny. Das reicht natürlich nicht. Wir brauchen noch, ich glaube, wir haben 7. Also nochmal 2 davon. Haben wir zumindest schon mal die 2 Quarter Nobel. Dann brauchen wir aber noch für die restlichen nochmal 10 Penny. Was kann man denn für 10 Penny bei dir verkaufen? Ist ja nicht gerade sehr viel wert, die Sachen hier. Wobei, die Geweihe sind viel wert. Da müssten wir doch einige von haben, oder? War das jetzt nur ein Geweih oder waren es mehrere Geweihe? Vielleicht vorher gucken müssen. Ne, nur ein Geweih. Wir umgehen gerade so ein bisschen das Sammeln müssen, aber ich glaube, für den Flachs, den wir brauchen, müsste ich recht lange sammeln gehen. Deswegen wahrscheinlich mal künftig ein bisschen Flachs anbauen. Irgendwo vor der Burg. Denn für die restlichen Fenster, das sind einige Fenster, die noch Glas benötigen. Da würden wir recht lange dran sitzen. So, einmal dich. Das war auch nur eins. Na, da können wir 5 Stück von verkaufen. 72 Penny. Ist ja schon mal nicht so schlecht, ne? Das soll, glaube ich, 2 Minuten, ne?
Genau, dauert ein bisschen länger. Aber wir haben zumindest ein bisschen Wechselgeld. So. Können, sag ich mal, vielleicht noch ein bisschen nach Flachs suchen gehen. Mal zu gucken, ob wir irgendwo noch welches finden. Das heißt Bahador, genau, bei Rintel vielleicht. Ich meine, es gab irgendwo auf jeden Fall größere Flachsvorkommen. Man muss nur suchen. Getreide aber viel. Aber auch auf Distanz sehe ich hier keinen Flachs. Da hinten sehe ich, glaube ich, Salatköpfe, ganz viele. Da ist eine Menge Salat da hinten. Aber kein Flachs. Okay, dann gehen wir hier mal weg. Gehen wir mal hier hin. Mich erinnern würde, wo das große Flachs vorkommen war. Das wäre natürlich am besten. Ich habe irgendwann eins gefunden, das waren weit mehr als 100 Flachs. Also so einen großen Fleck. Jo. Natürlich Ewigkeiten suchen. Aber hier sehe ich soweit auch keinen. Schade eigentlich. Könnten höchstens mal hier gucken. Eventuell hat man nämlich hier irgendwo noch Flachs. Bisschen weit von der Burg weg. Weil ich weiß, dass ich irgendwo hier auch welchen gefunden hatte. Ich glaube, die Suche ist recht, ja, sinnlos. Salat haben wir eine Menge. Da ganz viel. Da oben ist ganz viel. Aber kein Fell. Das könnte vielleicht sogar Flachs sein. Ne, sah von weitem nur so aus. Weil manchmal sehen diese Sträucher, die sehen manchmal von weitem so ein bisschen aus wie Flachs. Weil die Blüten erst recht spät einladen. Da ist eine helle Pflanze, das könnte Flachs sein. Oder so ein Strauch. Da ist Flachs. Immerhin einer. Na gut. Die Steuerung müsste auch eigentlich bald fertig sein, deswegen lassen wir es erstmal. Ja. 60 Flachs, das müsste nicht sehr viel helfen. Ich werde den Rest mit Sicherheit ausgehen machen, weil ich glaube, das wäre auf Dauer ein bisschen zu, ja. Oh, das brennt noch weiter, das Zeug, das ist gar nicht gut. Ich kann sogar Getreide verbrennen. Und nicht schlecht. Okay, noch ein bisschen mehr können wir noch. Das ist ja schon mal deutlich besser. Gibt uns drei weitere Fenster. Dann fehlen auch nur noch drei Stück insgesamt. Also nähern wir uns zumindest so nach und nach dem Fertigstellen. Mal kurz gucken, wie wir hier ungefähr aussehen und wir auch richtig alles hinbauen jetzt. So, glaube ich, richtig. Genau. Schön mittig.
Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Medieval Engineers.